Hallo Hähnchen, Rico hier vom Coordination Channel und heute wieder ein Wolfram von Funk Tweet. So wie wir ihn kennen, hat er mal wieder was Schönes getwittert. Und zwar implementiert und testet er weitere Quests, und zwar diesmal den Unholy Pact. Das favorisiere ich mal ganz kurz kackendreist. Und sagen, unter das zwei Favoriten hinzugefügt. Ja. Ich hab halt die Macht über die Likes und Favoriten. Nicht wirklich, egal. Heute ohne großes Trara, denn wie man hier unten sieht, ich rendere und mache Thumbnails und alles. Bisschen im Produktionsstress, ich kam heute erst um 19 Uhr zu Hause. Soll jetzt egal sein. Deswegen auch kein Intro. Und wir sehen diese Monstrositäten, die wir vorher gesehen haben in einem der vorigen Videos, beziehungsweise auch einem der vorigen Tweets, wird von diesen Nekromanten gerade, ja, erschaffen, zurückgehalten, vielleicht bekämpft. Ich denke mal, am wahrscheinlichsten ist es, dass sie erschaffen oder zurückgehalten wird, dass sie die quasi versuchen zu kontrollieren. Man soll sich die Monstrositäten nämlich erstmal angucken. Das sieht man hier unten. Examine the Monstrosity, also untersuche die Monstrosität. Sobald man die untersucht hat, steht da dann, du hast die Monstrosität untersucht. Jetzt beobachte die Nekromanten. Also vielleicht soll man sich quasi die Monstrosität angucken und die machen dann was Spezielles damit. Vielleicht wollen die irgendwie testen, wie mächtig die ist oder sonstiges. Was genau man jetzt hier aber tun muss, wurde diesmal tatsächlich nicht gezeigt. Beim letzten Mal hat man ja ganz genau gewusst. Kann ich hier nochmal zeigen. Die letzte Quest-Vorschau. Und das finde ich, ist ein ziemlich krasser Kontrast so. Hier, mein Pferd ist weg. Kannst du es mir zurückbringen? Und hier hat man quasi nur einen Teil einer Quest zu sehen. Des Weiteren sieht man halt den Ranger mit den neuen HP- und XP-Werten wieder. Hier oben ist scheinbar nichts Neues. Die schöne neue Minimap. Das Ganze ist scheinbar in diesem Unholy Pact-Biom quasi. Hier links ist auch noch so eine heilige Kathedrale. Man sieht jetzt auf der Minimap nichts Genaues. Ja. Und dann sieht man hier ziemlich coole Grabsteine, Totenschädel und so weiter. Scheint eine ganz interessante Quest zu werden. Ich persönlich freue mich schon. Gerade Unholy Pact hat mich interessiert, weil es mir sehr nach, wir nehmen jetzt einfach die Dämonen, beziehungsweise wir machen jetzt halt einfach eine 0815 Nekromanten-Sache. Und die Monstrositäten sahen sehr stark nach den Robotern aus, welche sehr stark nach den Trends aussehen und so weiter. Also die sahen sich alle sehr ähnlich, aber wenn die Nekromanten die wirklich erschaffen, dann habe ich hohe Hoffnung, dass die eigene Fähigkeiten haben, vielleicht sogar im Kampf selber noch was beschwören oder so. Keine Ahnung. Ich freue mich. Deadlands of Kaga, wie man sie auch schon im letzten Mal gesehen hat. Vielleicht haben die auch was mit dem Pferd zu tun. Das wäre natürlich total cool. Oder man hilft denen halt. Naja gut, das war's für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Winke, winke.